Ja, geil. Das ist, finde ich, irgendwie so eine leichte Verarsche. Das ist natürlich wirklich toll. Achso, ist schon offen. So. Hallo. Vereint gemeint die vereint. Lass es uns tun! Ja. Und vereint. Sie passen perfekt Tom, ineinander. Schnauze! Oh, Welt von armes Tommylein. Tabanta. Okay. Dann sind wir mal gespannt, was der uns zeigt. Ganz da oben rechts. So. Wie passen so zusammen? Ich spüre etwas in uns aufkeimen. Okay. Sie stecken also Okay. zwei Sachen ineinander rein, Komm, freuen sich nein. dabei und dann fühlt der eine was in dem anderen aufkeimen. Moment, zwei Sachen Interessant. ineinander ein? Wie denn? Naja, sie stecken 69? Fragmente in Anführungszeichen zusammen. Ach, sie vereinen Fragmente, ich Ja. verstehe. Das bedeutet das. Und vor allem das eine hat eine Spitze und das andere hat so eine keilförmige Einbuchtung, wo das andere reingesteckt werden kann. Ja. Ich glaube, ich lasse das Kommentieren ab hier. Du darfst gerne weitermachen. Das wird mir ein bisschen zu dreckig. Ja, nee. Ja, Ich meine, so. Zelda. Ich meine, Link will doch Zelda sowieso nur retten wegen einer einzigen Sache. Ja, aber die kriegst du doch nicht. Ja. Aber er versucht's immer wieder. Er ist Mit einem sozusagen ihr leuchtenden Pfeil. Ja. heimlicher Spanner. Und beziehungsweise, naja, nicht Spanner, sondern eher. Was ist das? Nicht Verfolger. Verdammt nochmal, wie heißt denn das jetzt nochmal? Auch bei Two and a Half Men, die Rose. Da nix Sitcoms, ich nix wissen. Da bräuchte man jetzt Wirklich. den Jay. Ja. Verdammt. Aber ihr wisst, So, was ich was meine. zeigst es du? Oh, du hast Lila, du hast Party Hard. Party Rock. Ich bin Austin, einer der besten Schwertkämpfer von Hyrule. Wie jeder halt. Ja. Wenn du Ist bei doch mir nichts trainierst. Besonderes mehr. Irgendwie schon, oder? Wenn jeder sagt, er ist der Ja. Beste und Link dann auch noch dazukommt und vor allem Link lernt von jedem seine Technik. Also Ja. ist irgendwie Link der overpoweredste Schwertkämpfer jetzt langsam, oder? Schon, eigentlich schon, ja. Oh, mysteriös. Jedenfalls kannst du von dem Nu deine Schwerttechnik verbessern. Was ist? Etwa wir trainieren? Ja, bitte. Ja, du beherrschst die Böse-Attacke. Ich zeige dir, wie du es noch schneller aktivieren kannst. Gleich nochmal verbessern. Das ist ja krass. Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig, weil ich dir Und eine sagte. Menge Fantasie. Yay, jetzt müsst ihr euch einen. Jetzt müsst ihr kurz die Hände auseinander tun und euch einen Regenbogen denken. Yay. Also. Ich hab's gerade wirklich gemacht. Also, ja, das du schließt ihn ja. Schließt die Augen. Und dann passiert was Tolles. Stell dir vor, wie du deine Blitz, wie du blitzschnell die Wirbelattacke aktivierst. Würde. Wird noch zum meist benutzten Wort in diesem Spiel. Würde. Ja, jetzt kann ich keinen Scherz, alles hängt von deiner Vorstellungskraft ab. Ach Schau so, dir die Augen! ich glaube. Hast du die Augen gesehen? Nee, sorry. Alter! Ich glaube, das ist so dieser Placebo-Effekt, ja? Die wollen, weil sie hier sagen, von wegen Vorstellungskraft, dass du denkst, dass es das schneller geht, aber dabei geht es gar nicht schneller. Und vor allem Ja, an okay, es geht sich, wirklich schneller. und vor allem an sich auch Link schaut, er soll sich's nur vorstellen. Und er kämpft die ganze Zeit um sein Leben und wird von tausend Viechern angegriffen und dann, ja, du musst dir nur vorstellen, dass du sie schneller machen kannst. Dann kannst du viel länger überleben. Ach so, okay, na dann. Irgendwie wird er von allen so ein bisschen verarscht, habe ich das Gefühl. Ja, Selbst an Link hat schon sich, kein einfaches Leben. ein kleines Kind, so, ja, du rettest hier mal kurz uns alle. Ja. Du kannst zwar nichts sagen, weil du stumm bist, aber machst das jetzt einfach mal. Kannst halt nicht nein sagen, das ist praktisch. Und auch so, ich meine, hallo, das ist ein kleines Kind. Und was man dann für Viecher trifft. Moment, jetzt, was ich gerade gesehen habe, kann man dem Vogelfiech noch ausweichen? Verarscht! Jetzt verarsche ich mal ein paar. Ah. Oh. Ich kann Vögel vorbeifliegen lassen.
Ich würde mal irgendwie gegen die Hausmauer hier. Das wäre voll das geile Easter Egg, wenn man das so 4 oder 5 Mal hintereinander macht. Und dann kommt das Viech und fliegt genau auf dich zu von der anderen Seite und du verlierst einfach mal all deine Leben und Game Over. Wie bei Hühnern, wenn man sie zu oft anfickt. Ja, das fand ich so auch ähnlich. Richtig. So. Innenhof von Schloss Hyrule. Yay, hier müssen wir nicht rein. Möchtest du dir erst nicht noch von deinem ganzen tollen Geld was ganz Tolles kaufen? Nee, weil wir kriegen jetzt eh kein Geld. Oh. Ich will nur Fragmente feinen. Oh. Bam. Ach, so. Da ist ja noch einer. Da ist der letzte. Und von dem kriegen wir auch dann die letzte Technik. Beziehungsweise von dem, der spawnen lässt. Den größten Schwertmeister von Hyrule. Ja, ich meine, die anderen sind ja nur Lusch. Ganz überraschend, ne? Ja. Das ist ganz, ganz. Hätte ich auch nicht gedacht. Ach, das ist der Wasserfall im Sela. Wasserfall, genau der. Hast du das Video gesehen bei von Giga? Die größten Spiele-Klischees? Nein, das wollte ich mir noch ansehen. Ja, das Lustige ist Höhlen hinter Wasserfällen. Okay. Ernsthaft? Ja. Und okay. Da erinnert mich das gerade dran. Wenn irgendwie hinter jeder Höhle, wo plötzlich ein Wasserfall ist, sofort irgendwie. Stimmt, jetzt wo du es sagst, aber eigentlich ist mir das nie so richtig aufgefallen. Echt? Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, es gibt schon da ziemlich viele Spiele eigentlich, wo es das gibt. Oh, ist gar ein Far Cry, oder? Was ich aber auch cool finde, wenn es bei so neueren Spielen ist, weil ich finde, es ist irgendwie nichts Schlechtes, muss ich sagen, wenn man irgendwo. Nee, es ist doch voll cool. Ich finde es irgendwie. Ja, ich finde es lustig, vor allem, wenn man sich ein bisschen mit der Spielewelt auseinandersetzt. Und ja, dann dafür belohnt wird, finde ich das gut. Es finde ich an sich schade, dass jetzt also neuere Spiele, dass die nicht mehr so viele schöne Kleinigkeiten haben und du hast gefailt. Halt echt. Ah. So, gimme das Wind mal. Und dann müssen wir von da ran. Der Vogel vertraut dir noch. Schade, das müssen wir gleich mal ändern. Alter, das finde ich irgendwie cool. Arme Viech, ey. Jetzt oder so. So, du bist voll umgeben von Gegnern, ja. Mhm. Nehmen wir mal an, das hier wäre jetzt das Schwert, ja, und könnte Strahlen schießen. Ja. Du bist voll umgeben von Gegnern. Ich töte dich! Nein, so. Ich töte dich! Haha. Das war nicht richtig dumm. Ah, nee. Ach ja, der Vogel trägt mich weg und wenn ich abbreche, stehe ich natürlich wieder genau hier. Ja, der sicher schmeißt dich einfach runter. Denkt sich so, ja, stirb. Mhm, ja, klar. Mit dem Stab kann man ja keine normalen Gegner umwirbeln, oder? No. Was eigentlich? Eigentlich relativ cool. Ja. Aber vielleicht auch OP, ich weiß nicht. Naja, wenn es eigentlich wie so ein Betäubungsteil halt wäre. Stimmt, da ist der Bomberang eigentlich auch recht OP. Ja. So, hallo, blauer Typ. Ich bin Dustin! Dustin? Ja. Und nicht Justin? Dustin Nein. Und Justin? Ja, und der letzte hieß. Bieber. Nein, auch irgendwas mit. Mit Austin. Austin, genau. Austin. Ja, ich will bei dir trainieren. Blabla. Ja, ich zeig dir, wie du noch schneller und. Ja, und. Vorstellungskraft. Oh mein Gott, multipliziert! Multipliziert. Aha, jetzt multiplizierst du dich im Nu, das ist kein Scherz. Lüge und Wahrheit sind zwei Seiten einer Medaille. Bündel deine Energie. Schau dir die Augen an. What the fuck, das ist creepy. Das ist ja mal wirklich creepy. Mal, gib dir das mal. Die Augen sind 3 Pixel groß. Mhm. Vor allem an sich, die Proportionen zum Gesichter waren voll komisch. Also, die Leiste. Wow. Okay, okay. Ja, geht schneller. Yay, jetzt haben wir alles, was man verbessern kann. Jetzt fehlen. Jetzt sind wir über Link. Fehlen dir noch ein paar legendäre Items eigentlich? Da muss ich mir nachgucken. Boomerang haben wir? Die ja, das Schild. Die hier? Schild. Das Schild, ja, kriege ich aber erst als letztes. Ah. Also, nö. Auch irgendwie voll bescheuert. Ich meine, das Schild, das legendäre, als letztes. Ich mein, ja, und dann erst, wenn du das Spiel durch hast. Ja, ne? Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, keine Ahnung. Magischer Boomerang so als erstes eigentlich total OP-Item, aber okay. Ja. Und vor allem, an sich, ich meine, wenn man's. Und den Lichtbogen, ich habe noch nie, noch keinen einzigen Mal in diesem Spiel irgendwie herausgefunden, was es bringt, den Bogen aufzuladen. Tja.
Wahrscheinlich kannst du damit bringt irgendwelche... Du machst irgendwelche, nicht mehr Schaden, gar nichts. Vielleicht bei irgendwelchen... oder kannst du damit Sachen anzünden vielleicht, anstatt die Laterne zu verwenden? Hm. Weil so Licht und Feuer und sowas? Oder machst du gegen irgendwelche Schattenviecher mehr Schaden? Also gegen Viecher, die du in so Höhlen und sowas antriffst? Oder Geister? Also ja, irgendwie... Ja, nicht Geister, sondern... Also irgendwie so bösere Viecher. Immer interessant zu wissen. Weil ich meine nur irgendwie, wenn ich es mir so vorstelle, wenn man an andere Spiele denkt, da war immer so diese Licht-Items und solche Sachen, die waren dann eben zum Beispiel gegen Geister oder so. Hallo, ich laufe mal einfach durch dein Haus, ne? Tschüss. Ja. Schön, ja. Dass sich dann niemand dran stört, ich meine. Oder auch, dass du ihre Vasen kaputt schlägst und ihren Rasen abfackelst und das Fressen für die Kuh einfach mal. Das schaut ja mal übelst geil aus irgendwie. Ja, stimmt. Das hast du davor gar nicht gemacht, oder? Das machst du jetzt zum ersten Mal, oder? Ja. Das schaut übelst nice eigentlich aus. So, und zwar würde ich einmal hier was gucken, ob ich jetzt hier irgendwas machen kann, was besonders... Nee, kann ich nicht, blablabla. Tja, das finde ich... What the fuck? Was? So. Das Viech hier hat mich gerade gefressen. Und dann wirst du braun. Wo ist es? Da ist es. Was ist... Hallo? Gott. Oh, das sieht das cool aus. Ich werde braun, weißt du warum? Du wirst ausgeschissen. Alter, ich glaube, die werfen da auch mit Kacke, weil wenn die einen treffen, dann ist man genauso braun. Nam nam nam. Ja, oder? Ja, sie tragen halt ihre Bälle, ihre dicken herum. Ja. Aber das Viech hat ja mal übelst... Das hatte auch voll die geile Animation. Ja. Vor allem hier nur einmal ja, irgendwie. Das ist ja irgendwie voll komisch, weil das ist... Das hat Wasted Potential. Wasted Potential, sag ich da nur. Hm. Ach ja, hier kann man runter, stimmt. Habe ich hier unten jetzt eigentlich schon von allen vier Seiten das... Ich glaube, eine Sache hat dir noch gefehlt, oder? Ja, beim Bürgermeister, oder? Wenn ich hier so... Dumm. Schneller Vorlauf dumm, ist dumm, scheiße. Dumm. So. Rein. Und wieder raus. Reibungslos. Genau. So, und da... Ja, genau hier. Bam. Das ist echt praktisch. Wow. Man braucht nur drei dafür, oder wie? I don't get it. Ja, drei. Ich krieg den Rubin hin. Eins. Oder hast du das schon gemacht? Zwei, drei. Sag ich mal, man braucht nur drei. Hab ich das dann noch nie gemacht, oder wie? What? Falsche Richtung. Ich will mir einen Facepalm geben. Du warst die ersten zwei Mal richtig und dann beim dritten Mal wieder falsch. Ja. Okay, ich dachte, das geht erst mit 4. Hm. Okay. Ja, aber das letzte Mal, als du da warst, was du nicht machen konntest. Ja. So, weg damit. Dauert zu ewig. Ja. Jetzt muss es aber auch was Tolles sein. Hallo. Auch, schau dir da wieder die Augen an. Das schaut doch irgendwie seltsam aus. Ja. Wehe. Nice. Richtig nice. Ich hab Kopfschmerzen. Genau das, was du jetzt gebrauchen kannst. Ja. Einen großen roten Rubin. Vor allem was man alles macht hierfür, ne? Erst schwimmen von der Seite rein und da irgendwas verschieben. Dann da irgendwie durch das Schloss oder so, keine Ahnung, wie man da hinkommt. Und dann da von oben ist irgendwie auch blöd mit Bomben wasten. Ja. Da habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht, man braucht 4. Dabei braucht man nur 3. Ah. Das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Da bekommt man so geile Sachen dann an sich relativ einfach. Und dann magischer Bumerang zum Beispiel. War so einfach. Komplexe, richtig komplexe Sachen, wo man dann irgendwie Lichtbogen, weil ich an der einen Stelle da den Teleporter ganz am Anfang ins Spiel genommen habe und dem einen Typen vom Geist gefreit habe. Ja. Und dann komme ich wieder bei dem vorbei. Ach, du hast mir ja damals geholfen. Ja, hier hast du mal einen Lichtbogen. Hast du jetzt eigentlich gemerkt, was es mit dem Katzen da und diesem Grundstück auf sich hat? Weil du, ach weißt so, du, hast ja am Anfang des Let's Plays gesagt, du bist ich hab nicht keine draufgekommen. Ahnung. Noch nie und ich habe immer noch keine Ahnung. Huh. Oh, der Typ ist weg. Was? Die Katzen sind weg. Okay. Lulz? Kannst du dann mit irgendjemandem in der... Also auf jeden Fall kann man da als Mensch rein, aber warum ist die Bibliothek zu?
Es ist gefährlich, geh ich nicht nach vorne. What? Vor allem, weil okay. Link, der auf diese der auf mal eine super gefährliche Mission geschickt worden ist und ja, Bibliothek ist leider zu gefährlich.